Frohe Weihnachten Ihnen allen. Wir Christen feiern die Geburt Jesus Christus, unseres Erlösers, unseres Erretters, unseres Heilands. Weihnachten ist eine Zeit der Einkehr. Ist es nicht erstaunlich, wie in diesen Zeiten Ruhe einkehrt, wie Festtagsstimmung einkehrt, selbst wenn es auf der Welt unschöne, ja katastrophale Entwicklungen gibt? Wir haben das bitter nötig, Weihnachten zu feiern, denn es gibt wahrlich genug auf der Welt, was uns erschüttern kann. Wir befinden uns in einer durchaus schlimmen Lage und eine Besserung ist noch nicht in Sicht. Es findet zum Beispiel eine Kulturrevolution statt. Es fühlt sich an, als ob jemand mit einem Magnet über die Festplatte unserer Identität, unserer Kultur geht und alles löscht. Unsere Lebensweise löscht, unsere Gewissheiten löscht, unsere Traditionen löscht. Wir sollen alles vergessen und uns frei neu definieren. Geschlecht, Alter, Orientierung, was auch immer. Christen wissen, dass das nicht geht. Jeder von uns hat eine von Gott gegebene, einzigartige Identität. Jeder Mensch ist ein einzigartiges Wesen mit einzigartigen Eigenschaften, die ihm von Gott verliehen wurden. Noch nie war unser Land so gespalten, zwischen Alt und Jung, Arm und Reich, Stadt und Land, Ost und West, Rechts und Links. Und nun ist eine neue Spaltung dazugekommen. Ein Virus hat unser Land lahmgelegt. Unserem Grundgesetz, verbrieften Grundrecht auf Freiheit und körperliche Unversehrtheit, werden ausgehebelt. Lassen Sie es nicht zu, dass unser Land sich weiter spaltet. Die Heilsbotschaft kann heilen. Jesus Christus hat alle geliebt. Gesunde und Kranke, Arme und Reiche, Gesetzestreue und Verbrecher. Er hätte auch keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften gemacht. Es drängt sich schon eine ziemlich erstaunliche Parallele auf zur Volkszählung zur Zeit Jesu Christi, der Geburt Jesu Christi in Palästina und dem Römischen Reich und der globalen digitalen Identität, von der der Impfpass nur ein Baustein ist. Ich weiß nicht, was Sie an Weihnachten machen werden. Ich freue mich auf ein paar ruhige und besinnliche Tage in der Natur, mit der Familie, mit meiner Gemeinde. Im Vertrauen auf Gott und einem festen Herzen lassen sich alle Situationen meistern. Lassen Sie sich dieses Vertrauen nicht nehmen. Und wenn Sie zweifeln, dann holen Sie es sich zurück. Es ist gar nicht so schwer. Christus hat allen die Erlösung angeboten. Wir müssen sie nur annehmen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien frohe und besinnliche Weihnachten.